Und ich freue mich jetzt sehr auf Opernstar Edita Grobarowa. Guten Abend. Guten Abend. Morgen sind Sie im Wiener Stephansdom zu sehen, genau eine Woche vor Weihnachten. Was steht denn am Programm? Das ist ein ganz kleines Konzert, sozusagen ein Adventkonzert noch. Und es ist zusammen mit einem jungen Kollegen, slowakischen Kollegen, Bariton Richard Schweda. Jeder singt ein ganz was bisschen. Also es ist nicht ein ganzes Riesenkonzert. Das klingt sehr bescheiden. Ich glaube, Ihre allerersten Konzerte, die Sie gegeben haben, Ihre öffentlichen, waren ja auch in einer Kirche in der Slowakei. Ich glaube, so mit 15, 16 Jahren. Ja. Mögen Sie eigentlich den Klang in einer Kirche zu singen oder singen Sie lieber im Opern- oder im Konzerthaus? Ja, das ist beides ist natürlich wertvoll, aber in einer Kirche ist das was Spezielles, denn da ist eine ganz andere Akustik. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da halt alles irgendwie verfließt das irgendwie die Musik und deswegen habe ich mir angeeignet und das auch schon von frühen Jugend an, wo ich in der Slowakei jemanden meiner Freundin in der Kirche gesungen habe, habe ich festgestellt, da kann man nicht normal singen, da singt man wie ein Engel. Und zwar mit einer ganz anderen Stimme irgendwie. Also sagen wir, das Forte ist nicht das Forte wie in einem Riesensaal oder auch Opernhaus, sondern angemessen der Akustik, weil wir wissen, dass das zerfließt dann und eigentlich ist nicht schön. Also ich versuche, engelhaft zu singen. Viele Opern von Donizetti und von Bellini sind ja im Laufe ihrer Karriere zu wirklichen Paraderollen von Ihnen geworden. Zum Beispiel jetzt Lucia di Lammermoor oder Roberto de Varreux, die Sie ja zum Teil 20 oder 30 Jahre schon singen. Wie verändert sich denn eigentlich der Zugang zu diesen Rollen über die Jahre? Interpretiert man die nach 10, 20 Jahren anders als zu Beginn? Ja, ich glaube schon, denn am Anfang ist jede Rolle irgendwie, sagen wir, gut, Roberto de Varreux dann nicht mehr, aber Lucia, wo ich angefangen habe, hat mir auch schon damals die Lehrerin gesagt, naja, sie ist eine Schuhnummer zu groß, aber du wirst schon hineinwachsen. Und so bin ich gewachsen. Also jetzt schon nun mehr ab vom Jahr 1978 war die Premiere in der Wiener Oper. Und ich hoffe, das ist jetzt hineingewachsen. Vielleicht sind mir die Schuhe jetzt auch schon ein bisschen zu klein, aber ich will nur sagen, also dann Roberto de Varreux, ja, dann war ich schon irgendwie eine erprobte Belcanto-Sängerin. Aber trotzdem, jetzt singe ich sie auch, die Elisabetta, an die 20 Jahre oder so. Natürlich entwickelt sich, so wie sich der ganze Körper entwickelt, den ganzen Geist, sagen wir, das ganze Leben wird fließt einem hinein und die Seele und das Herz und das Empfinden und das alles gibt man dann in den Gesang. Was ich mich bei so großen Stars wie Ihnen immer frage, sind Sie eigentlich manchmal bei Auftritten auch selbst von sich ergriffen, dass Sie denken, um Gottes Willen, das war jetzt gerade ich? Ja, ich natürlich die ganze Zeit ist man total also konzentriert und obwohl es passiert mir oft, dass ich sage, okay, ich lasse singen. Denn ich spüre, die Stimme funktioniert tadellos. Natürlich ist man immer unter Kontrolle, aber das darf niemand sehen vom Publikum. Aber da kann ich schon genießen, weil ich kann mich dann verlassen an meine Stimme. Ich weiß, sie verrät mich nicht. Und das ist das sind Momente, wo ich selbst einen großen Genuss habe. Sie sind ja im Gegensatz zu einigen Kollegen sehr zurückhaltend, wenn es um öffentliche Meisterkurse geht. Sie haben das, ich glaube, ein-, zweimal nur gemacht bisher. Glauben Sie nicht an das Prinzip, dass man das Wissen vermitteln kann in kurzer Zeit? Also man kann vielleicht, also ich persönlich habe ich nie Meisterkurse gemacht. Vielleicht war das damals gar nicht so in Mode, sagen wir so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so in zwei, drei oder ich weiß nicht, einer Woche, zwei, drei Tage oder sogar eine Woche etwas so fest aufsaugen könnte, dass das bleibt. Vielleicht sind das so kleine Anstöße. Warum ich das nicht so gut finde, denn da kommen schon Sängerinnen, also bei mir waren das bis jetzt immer nur Sängerinnen und mehr oder weniger hohe Sopranen. Jeder hat eine andere Ausbildungs-
Eine andere Grundlage. Ja, also ich will nicht sagen Technik, weil jeder sagt, ja, die Technik, aber die Techniken sind schon wirklich ganz anders bei jedem. Es beginnt schon beim Einsingen und da bestimme ich schon, wie ist die Technik. Mhm. Weil beim Einsingen wird die Stimme darauf vorbereitet, um gut zu funktionieren dann in dem Falle. Und wenn das nicht so richtig ist, dann denke ich mir, es hat nicht so viel Effizienz zu erzählen, so jetzt sollst du mit der Stimme lachen oder muss die Stimme leiden oder jetzt ist sie verträumt oder jetzt ist sie wahnsinnig. Das ist schwer zu erklären. Das muss von innen kommen, aber dazu ist die Technik notwendig und da ist einfach zu wenig Zeit. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht allzu uncharmant, wenn ich sage, dass Sie nächsten Freitag Ihren 70. Geburtstag feiern. Ja. Hat diese Zahl eigentlich für Sie eine Bedeutung, für Sie privat, für Sie als Sängerin? Überhaupt nicht. Ich werde nur erinnert momentan von allen Seiten, ja, also großer Geburtstag, aber sonst würde ich daran gar nicht denken und ich denke einfach nicht dran und ignoriere es eigentlich und ignorieren und vorwärts gehen. Sie haben ja einen Tag vor Weihnachten Geburtstag, wie werden Sie eigentlich Weihnachten feiern? Feiert man da Geburtstag und Weihnachten an einem Tag? Also ja, eigentlich. Und das war immer schon so auch in meiner Kindheit, dass ich da, also den Geburtstag habe ich dann immer quasi gestrichen bekommen, weil man sagte ja, nächsten Tag ist Weihnachten. Das war gemein, also, oder? Viel weniger Geschenke. Na gut, damals war das sowieso nicht möglich. In der Slowakei, 50er Jahre und so. Also ich bin so gewöhnt, dass, ja, der Geburtstag, ja, du hast heute Geburtstag, aber morgen feiern wir so ein bisschen. Also das war gar nicht die Mode heute. Mhm. Und deswegen, so wie heute, ja, schon von Kind an, also ich selbst habe für meine Töchter schon Geburtstagspartys gemacht, ne? Schon vom Kindergarten, da kam eine Schar wilde Kinder und das war dann Kindergartenparty oder auch später, wenn sie Schulkinder waren. Aber dadurch habe ich nicht diese Gewohnheit in mir. Sind eigentlich bei Ihnen noch Opern-Neuinszenierungen geplant? Oder sagen Sie, nach den vielen Jahren, wo ich alles erreicht habe, was man erreichen kann, das ist jetzt mal genug? Also so etwa, ja. Denn ich habe schon meine letzten Premieren gemacht mit Christoph Loy. Also den habe ich damals schon bei Roberto de Vereux in München für meinen Lieblingsregisseur erkoren für mich. Und dann haben wir noch diese Straniera gemacht und Lucrezia Borgia noch in München. Und dadurch habe ich auch für mich, sagen wir, die Belcanto-Palette für mich ausgereizt, scheint mir. Also ich habe dann mehrere Donizetti-Opern angeschaut, aber eigentlich, ja, arbeitet Donizetti irgendwie mit demselben Material immer wieder. Und jetzt ist genug. Sie haben ja mal gemeint, dass jeder Auftritt so etwas wie eine Prüfung für Sie ist. Gibt es da nicht Momente, wo man sagt, so, ich bin im Leben oft genug geprüft worden, ich will ein Leben führen ohne Prüfungen, schön langsam? Naja, die Prüfung, die ist schon Tag vorher oder Tage vorher, weil man weiß, man hat etwas vor sich. Es ist eine irrsinnige Spannung und diese Spannung wird man nicht los, komischerweise. Also da hätte man gedacht, okay, jetzt war genug und jetzt bist du ruhig. Aber es ist nicht so, denn ja, es ist eine Herausforderung an sich selbst, nicht wahr? An die Stimme, an die Verfassung. Erst mit dem ersten Ton oder sagen wir in einer Oper mit der Ouvertüre kommt erst dann die große Euphorie und dann ist man dann in dem Stück. Aber ein Tag vorher ist schon eine ganz riesige Spannung und manchmal sagt man sich, naja, habe ich das noch immer not, aber es macht viel Spaß. Und im Jahre 18 werden das unglaubliche 50 Jahre auf der Bühne. Und damit natürlich auch viele Reisen verbunden und das Reisen ist nicht mehr so lustig, also für mich nicht. Aber das Singen ist nach wie vor noch immer bezaubernd für mich und wirklich Satisfaktion. Liebe Frau Grubauer, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, und bei uns geht es jetzt weiter mit den Meldungen des Tages.